Zehner, wenn ich so meine Begrüßung mache. Wir machen heute wieder das Spiel, was wir vor der Woche auch gespielt haben. Lügen oder nicht lügen oder so. Ich fange einfach mal an, Ladies first, ja? Ich habe Luca in meiner Hand. Hörst du's? Hörst du's? Hast du das Spiel verstanden? Du musst sagen, was du hast. Ich habe in meiner Hand ein Etui. Ein Etui? Mhm. Ja, mach mal auf mit Reißverschluss. Hab ich. Bisschen lauter. Hab ich. Sandra! Was? Es geht nicht lauter! Okay, was drin in deinem Portemonnaie? Nichts. Ja, du hast Portemonnaie. Das ist kein Portemonnaie. Was ist das denn? Hier sind meine Stifte drin. Hab ich doch gesagt! Nein, du hast Portemonnaie gesagt. Ich meine Etui! Nein, Okay, Sandra, ich habe hier einen Tischtennisschläger. Kannst du den mal fallen lassen? Kannst du den mal wirklich so schräg nehmen und einfach mal auf ein Ding hauen? Du hast recht. Ich habe in meiner Hand, Luca, einen Glasreiniger. Ein Glasreiniger? Mhm. Sprüh mal auf den Tisch mit deinem Glasreiniger. Mach ich? Nee. Glasreiniger ist richtig. So, Sandra, ich habe hier in meiner Hand ein... Du musst nicht jeden Satz mit so, Sandra, starten. Ein Furzkissen. Ja, furz es nochmal. Ich habe Batterien rausgenommen. Nein. Doch. Nein. Doch, hab ich. Das kann ich mehr furzen. Darf ich es mal anfassen? Sandra, das... Ich glaub dir nicht. Ich habe in der Hand ein Parfum. Parfum. Parfüm. Ja. Okay, was steht da drauf? La Vie est belle. Okay, und wie viel Milliliter hat das? 30. 30 nur? Mhm. Sparfuchs. Ist das aus Glas, die Verpackung? Ja. Okay, hau's mal auf den Tisch. Und jetzt sprüh mal in die Luft. Ja, ich hab schon so. Hast du nicht? Doch. Okay, Sandra, ich habe hier in meiner Hand ein Furzkissen. Mach es an. Ist an. Kannst du mal auf den Tisch schauen? Ja. Kannst du es nochmal auf den Tisch schauen? Nochmal? Kannst du mal so da drauf tippen mit deinen Fingern? Ja, du hast ein Furzkissen. Warum macht das so? Ja, Mini-Furz. 6 for me, 0 for you. Was ist das? Luca, are you ready? Ja. The next episode for me. Episode for you? Ich habe in meiner Hand ein SD-Karten-Slot-Ding. Ein SD-Karten-Slot oder eine SD-Karte? Ein SD-Karten-Slot. Also ein Adapter? Ja. Haus mal auf den Tisch mit der USB-C-Seite. Ja. Falsch, ich habe eine SD-Karte. Sandra, ich halte in der Hand wunderschönes Merchandise aus dem luca-shop.de. Ja, hast du, weil du Eigenwerbung machst, du kleiner Pisser. Ah, Bierkönig-T-Shirt. Ich halte in meiner Hand mal wieder ein Parfüm. Schon wieder? Mhm. Was steht drauf? La Vie est belle. Sprüh mal in die Luft. Klopf mal auf den Boden. Ja. Falsch, es ist ein anderes Parfüm. Es ist nicht das Parfüm, was du dachtest.
So, Sandra, ich halte in der Hand mich. Wie mich? Weil ich der Hammer bin. Du hast du jetzt einen Hammer in der Hand oder nicht? Ich habe einen Hammer, also mich. Kannst du den... Hä? Du kannst ja nicht dich selber halten, oder meinst du deine Hände? Ich bin ja einfach der Hammer. So dumm, ich höre, das zählt nicht. Ich verstehe nicht, was du in der Hand hast. Einen Hammer. Aber du bist ja der, du denkst ja, dass du der Hammer wärst. Ja, deswegen habe ich ja mich in der Hand. Ich habe einen Hammer in der Hand. Hast du jetzt einen Gegenstand Hammer da? Nein. Ja. Ich habe hier einen Hammer. Was labert der? Einen richtigen Hammer oder keinen richtigen Hammer? Mann, richtigen Hammer. Was ist denn ein falscher Hammer? Okay, dann nimm einen Hammer und klatsch gegen den Tisch. Ja. Ich muss mal in meiner Wunderkiste gucken, ob ich überhaupt so viel eingepackt habe. Luca, ich habe in meiner Hand... Ja. Was? Ja, ein Rülpser oder was? Nee. Luca, ich halte in meiner Hand eine Dose. Trink mal aus der Dose. Okay. Hab ich gemacht? Nein. Du hast keine Dose. Ich hab Eikos. So, Sandra, als nächstes Produkt habe ich hier Bambuskohle natürliche Luftbefeuchter, die man in die Schuhe packen kann, sodass die Schuhe so ein bisschen den Geruch verlieren. Wie ist die Marke? Die Marke heißt Steamio. Und was soll das sein? Das sind so kleine Kissen, die packst du in deine Schuhe und dann nehmen die den Geruch an. Und das schenke ich dir auch, weil deine Füße stinken immer wie die Pest. Ja, die brauche ich wirklich. Ja, davon habe ich noch ein paar mehr. Yeah! Ich habe in meiner Hand ein Polaroid-Bild. Was ist auf dem Bild drauf? Ich und Shiva. Wie sagst du ein Wort gegen Shiva? Shiva ausgestopft schon oder noch? Nein, die lebt noch. Du hast ja im Podcast gesagt, dass du den Hund mal ausstopfen willst. Halt die Fresse. Hast du selbst gesagt. Hami, kannst bezeugen. Man sieht's nicht, wenn du nichts. Welcher Podcast nochmal? Spotify.com/dick und doof. Rubbel mal so mit deinem Finger über das Bild. Okay. Ja, hast du. Nee, hab ich nicht. Über was hast du denn gerubbelt? Hm? Über den Tisch. Hast du nicht? Doch. Ja, nein! Letztes Produkt von mir auch, Sandra. Ich habe hier nämlich Handschellen. Für was benutzt du die? Für Sex? Ich bin Polizist doch mal gewesen. Dann halte mit beiden Händen die Ringe und stoß mal dagegen. Was? Wie stoßen? Du packst eine Hand in das eine in diesen Kreis und die andere auch und dann stößt du dagegen. Ich will Geräusche. Nochmal. Ja, hast du. Das nächste Mal wird mir... Wollen wir uns zusammen anschließen? Nein. An der Stelle würden Sam und ich das heutige Video jetzt auch beenden, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Wer liebt besser Videos nicht verpassen wollt. Sandys Kanal ist selbstverständlich nicht in der Beschreibung verlinkt und du hast auch die letzten 4 Wörter. Ich will dich umbringen. Bye bye. Luca, das wird immer enger. Ich krieg keine Luft mehr. Luca. Wieso kriegst du keine Luft mehr? Das ist dein Arm. Mach das auf. Ich weiß nicht, wie das geht. Oh. Zum Glück I'm the Therapist hier, Alter. Therapist?